Juhu, hallo und herzlich willkommen bei Sims 2. So, ja, Jockel und Nina haben es ja nun geschafft, einen Braten in die Röhre zu schieben und ich glaube, der ist bald soweit, um dann auf die Umwelt losgelassen zu werden. Wir sind vorbereitet. So. Ne? Ich hoffe, es wäre kein besonders großer Satansbraten. Wortspiel, lustig. Okay, wir machen mal schnell, damit die beiden schnell ausgeschlafen sind. Oh, du bist sicher beschäftigt, aber ich wollte dich nur mal anrufen, damit wir Kontakt bleiben. Ich weiß, manchmal kommt man einfach zu nichts. Ich muss nicht auf die Nerven fallen, aber... Ja, okay. Das war die Wahrsagerin, ne? Können wir mal nachher anrufen, wenn wir dann mal Zeit haben und ausgeschlafen sind. So. Wie sieht es denn bei ihr aus? Dann checken wir hier die Lage. Okay, Spaß ist sehr mäßig. Und sie hat auch Hunger. Wir planen da schon mal das Essen ein. Viele zubereiten, mal Süßigkeiten zubereiten. Viele zubereiten. Einzelmehl. Gruppen. Wieder was? Gruppen. Wieder was ist das denn? Einzelmehl. Ja. Was ist das? Müsli. Sandwich. Müsli. Okay. Planen wir das schon mal voraus. Und dann machen wir Turbo an. Müssen wir warten, bis sie ausgeschlafen ist. So. Dann kann Lia ihr Essen-Programm streichen. So, sie kann auch aufstehen. Und dann hier einen Teller nehmen. So. Hoppala. Ah, er hat schon was hingestellt. Dann braucht sie gar keinen Teller nehmen. Kann hier direkt essen. Na, das ist ja ein Service. Herrlich. Mal warten wir zu dritt. Bin ja sehr gespannt. So eine Frage. Jetzt kommt es sauber. Ach, ja auch nicht mehr. Und die Jungs gefällt ihr noch nicht. Dann lass ich einfach da hinten, wenn du fertig bist. So, damit sie nicht alleine essen muss. So. Okay. Das Ganze Expadi. Super, wir müssen mal ein bisschen... Oh, sie sollte noch ein bisschen mehr essen. Das hier aufräumen. Ja, hat sie aufräumen im Programm? Abschluss, ja. Und dann ein Teller nehmen. Sollte unbedingt noch was essen. So, da liegt faules Stück. Unglaublich. Er trägt das halt nicht, dass es so dreckig ist. So. Sollten wir vielleicht ein bisschen hellere Tapeten nehmen? Ich meine, alles dieses Grüne. Ich habe auch nicht so wirklich was. Frisches, helles Morgen. Wir wechseln mal die Tapete. Helles. Was schön helles. Das sieht hell aus. Ja, das wollen ein bisschen Muster haben. Waren das Deko nur ein bisschen vorbei? Tut mir leid. Waren das Deko ist jetzt. Oh, Pünktchen, das ist krass.
Ich glaube, ich nehme doch eher das. Ist das hier für ein Rand? Mit Geschenken. Süß. Auch Geschenkerand. Das mit dem Weihnachtsglöckchen, das passt einfach jetzt nicht mehr. Schau mal, was hell ist. Mit Teddybären und so. Das ist auch süß. Das würde aber eher in ein Kinderzimmer passen eigentlich, ne? Nur trotzdem, dass man den Teddybären. Das hier ist auch gar nicht schlecht. Das ist aber so gelblich, ne? Nein, das ist ja... So, auf der Gelb. Nein. Blau. Wenn du das hier mal. So. Nochmal was anderes. Das war's mit dem Teddy. Also mit Teddy so unten rum. Ist ja auch nicht schlecht. Machen wir das hier. Ja. Oder? Oder das hier. Haben wir? Das ist auch wieder so dunkel. So was ähnliches in hell wäre vielleicht nicht schlecht. Was ist das hier? Weckt auch nicht ganz so. Ist wieder zu dunkel. Das wäre hell. Das wäre hell. Das ist wieder ein bisschen zu dunkel für meinen Geschmack hier. Nein, das Gelbliche mag ich nicht. Ja, wieder doch das mit diesen Turnen. Ja, das geht nicht. Na. Macht auch nicht weh. Hat nix. So ein gelben Rand. Na, das ist alles scheiße. Auch mit dem gelben Rand. Mag ich ihn gar nicht. Hier auch nicht mit diesem. Das macht doch wieder zu dunkel. Nein, hier. Das hier. Nein, ist nicht hell genug. Auch nicht hell genug. Ich glaube, ich lasse es erstmal in den Teddy so, glaube ich. Ich habe da jetzt zu nichts eine Meinung gerade. Oder das hier. Das wäre zumindest ein bisschen neutraler. Ging auch eigentlich. So, oder mit diesem Rand. Oh, nicht so einfach. Wir nehmen das hier. Wir nehmen das hier erstmal. Oh, wir haben jetzt zu viel Geld ausgegeben, also müssen wir das Geld erstmal zurückholen. So, und dann können wir hier... Also, was haben wir denn vorhin genommen? Oder das hier? Ne, im oberen Rand, das sieht nicht so gut aus. Im unteren Rand, das sieht gut aus. Was war das hier nochmal? Das ist nur weiß, ne? Das macht das ein bisschen langweilig. Was ist das hier? Ah, ne. Das ist dann oben eine dezente Kante. Das ist auch nicht schlecht. Wir nehmen das erstmal. Und das ist nicht so teuer. Okay, wir gehen wieder zurück ins Spiel. Hey. Wie sieht der aus? Hilft noch Hunger? Wie hat man noch? Veluvet, passiva, na? Omata, kreative. Oh, mataba. Shabla. Das wäre nicht schlecht, wenn da jemand hätte es tun könnte. Torti, schunet. Zusätzlich. Nach einer mäßigen Moderation. Tote, karihuna. Es ist wohl ein bisschen geküsst werden. Ein bisschen geküsst werden auch. Das lässt sich bestimmt einrichten, oder? So, gucken wir mal. Beispiel, nein, wertschätzen. Wertschätzen natürlich. Bewundern. Rückenkraulen hier. Und dann... Küssen romantisch. Komm. So, da muss das Telefon gehen. Abheben. Ach, der geht... Was? Was ist jetzt los? Wie geht's hier ins Haus? Warum? Hä? Das ist nicht normal. KI ist auch nicht gerade so durchschlaust, ne? Du kommst da nicht durch, du musst durch die Tür. Dann lauft sie vor ihm weg. Jetzt zieh sie wieder. Ja. Was ist das?
Magavlova! Magava! Zack. So, was brauchen wir einen Namen? Nina hat 3 Tage frei. So. Der Klapperstorch war da. Das süße Baby braucht unbedingt einen Namen. Dieses Symbol, ist das jetzt Mädchen oder Junge? Ich verwechsel die immer. Moment. Ich schau mal kurz nach, ob mir ein Name an ihm einfällt. Okay. So, ich habe Google den Namen aussuchen lassen und der heißt Salim. Das ist Zeit für männlich übrigens. Salim. Okay. Alles klar. Dann herzlich willkommen, Salim. Dann nehmen wir an. So. So. Was? Das ist das Map. Hier liegt das Baby oben drin. Das ist die. Ich muss auf Toilette. Erstmal werden sie auf Toilette. Ja, auf Toilette. Ach, sie läuft schon alleine schon. Okay. Ich weiß nicht, um das Baby. Sie liegt so auf dem Boden. Was ist das? Oh, so. Nubu. Tschüss. Ich weiß jetzt gar nicht, wann wir angefangen haben aufzunehmen. Wo ist der Ubu Nubu Tschüss? Denkst du schon an das Baby? Können wir da was gucken? Da können wir noch gar nichts gucken an dem Baby. Das ist eine Schule. Ist die dann nicht extrem? Hier, soll man ein Bad nehmen? Ja, tut sie schon. Alles klar, die muss das da alles ziemlich allein. So. Dann. Muss ich noch ein bisschen. Kapla. Ich blade ihr. So, höher, dann haben wir ein wunderbares Bett. So, alles klar. Dann gehen wir mal runter wieder und dann räumt er erstmal hier auf. Dann soll ich endlich mal anziehen und ziehen.
Umziehen, Alltagsplanung. Okay, haben wir das. Ja. Ich mache so ein bisschen länger. Da ich ja Zeit verschwendet habe mit Namenssuche. So. Okay. Salim, bist du jetzt oben schlafen? Alles klar, cool auch. Jo, da ist er. Der Kleine. Ja, der kann die Decke, ne? Der liegt ja so frei rum. So, was hat die denn für Probleme? Ach, die hat überhaupt keinen Spaß gerade. Wo ist sie denn? Die Meckertante. Wo ist die Meckertroller? Ach, die macht sauber. Hm. Okay. Oma! Ja. Ah, der Computer ist kaputt. Repariert. Reparier mal den Computer. So. Oh, sie bringt sich dabei nicht um. Voll von Strom nehmen, ja? Ah, da gar ja, ja, Profi. Mhm. Ja, ich denke, sie hat das voll drauf. Ich sollte eine YouTube-Sendung drüber machen. Video. Computer. Wie repariert man Computer effektiv mit einem großen Schlitzschraubendreher? Stochert hier, was stochert an Laufwerk. Ja, das macht Sinn. Okay, und weiter hier an der Baby. So. Also, das haben wir gleich geschafft. Wir beschleunigen mal ein bisschen. Ich meine, Turbo ein bisschen. Sie ist jetzt lieber ein Buch. Und sie schreibt. Okay, es geht eher baden. Ach Mann, das ist ein Geplansche hier. Schauen wir mal. Hä? Ja, lalala. Ich reparier mal. Ah, ist sie im Weg jetzt. Ach Mann. Nur ne Buh. Mutkawadaka. Ich hab dann die Leser, Recycle. Crossword zu lesen, komm. Hm, was ist der Flinne? Okay, das macht. Oh, Flinne! Mhm. Ja, aber er ist in den Griff kriegt. Mhm. Wieso geht auch wieder? So, hopp. Okay. Baby schläft da oben, was ist los? Oh. Na komm. Spielen, tragen, Kinder wechseln. So. Und dann. Knuddeln, spielen und dann wieder hoch. Dann ist er, nein, das war. So, jetzt. Okay. Alles klar. Marlena fährt etwa eine Stunde. Was? Sie muss arbeiten? Kein frei dafür? Oh Gott. So, er spiegelt so. Wir sollten auf jeden Fall uns eine Haushälterin anschaffen. Wie bist du da? Urlaub, Gruppe, Geschäft. Wo finde ich denn das? Geschäftlich, Urlaub, Anrufen, Service, ne? Ja, das ist genug Spaß gehabt jetzt. So. Hunger. Frühstücken. Ja, frühstücken. Was ja, die Madame haut ja so gleich ab. Aber oh, erstmal Tiffany mal. So, wir brauchen einen Babysitter. Ein Butler. Mhm. Ein Barkeeper. Okay. Gehorsamkeit. Was? Gerne Handwerker. Das ist neu, ne? Diese Gehorsamkeit. Gehorsamkeitstrainer. So, Hausmädchen, Handwerker, Kindermädchen, das ist, suchen wir jetzt hier. Ein Kindermädchen suchen wir. Na, Termina, hat sie hier, nur jetzt, nein, Termina. So. Ja, der Computer ist auch heil. So, beschäftigen wir. Hm, spielen doch. Immer schön hier. Hat sich das Spiel ausgesucht, ne? Ja, ist auch schön.
Hat sie ausgemacht? Mach sie wieder an. Okay. So. Was sieht auch immer. Oh, Sonne. Herrlich. Ich muss arbeiten, ne? Was genau ist das? So, wir gehen. Okay. Ich gehe zur Arbeit. Ja, was halt, ne? So. Er bringt das direkt in die Wohnung. So, dann recyceln. So, er hat noch Schmerz, er ist noch. Okay. Alles klar. So. Ja, bis erst muss er ja auch. Und dann sollte er sich vielleicht auch ein bisschen hinlegen, wenn er kann. Dann das Baby schläft. Hier Bett machen. Baby schläft und dann solltest du auch noch ein bisschen schlafen. Schlafen. So. Alles klar. Heilung. So. Wir hätten eine Stunde etwa, okay. Dann musst du schon aufhören zu schlafen. Das ist schon wieder fertig. So. Das Baby schläft. Schläft das noch? Kann ich so nicht sehen? Nee, schläft nicht, das sagt. Ja, nimm ihn raus ein bisschen. Ist auch okay. Sind Knuddeln, ne? So. Was hat er das da? Ich höre schon Schritte tapsen. Ich höre was tapsen. Ja, da ist sie doch schon. Ah, ja, natürlich die alte wieder hier. So, dann muss er arbeiten. Okay, ne, ist er. Ja. Ja, und dann ist er entweder gespielt mit dem Baby. Was ist los? Fahren beide noch mit dieser Schrottschieße. Das heißt, die haben sich berufstechnisch auch noch weit entwickelt, ne? Alles klar, ist auf dem Weg. Und ich würde sagen, dann haben wir diese Folge auch soweit geschafft. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt zu pausieren. Jo. Ja, wir haben die alte Hexe hier zu Hause. Die ist mir ganz entspannt. Was hat sie mit dem Kind gemacht? Hat sie sich darum gekümmert oder liegt das jetzt? Das liegt am Boden. Was ist das denn für eine alte Hexe? Ah, jetzt sind wir aber alles klar. Das ist nochmal der Scheiß. Liegt sie wieder am Boden? Oder? Na gut, so toll ist sie nicht. Das geht schon lange, das Kind schreien. Reagiert. Die geht immer ganz entspannt warten. Natürlich. Natürlich, natürlich. Alles klar. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Ich muss jetzt nach Sims 3 aufnehmen, dann nach Sims 4 und dann muss ich auch irgendwann mal schlafen. Alles klar. Und nebenbei noch ein bisschen Stream gerade live. Die erste Sendung nach deinem Japan-Urlaub. Das ist aber schon ein paar Wochen vor euch hier wahrscheinlich. Wenn ich das nämlich online stelle, dann, tja, ich glaube, es sind doch 13 Folgen im Voraus, das sind ja 13 Wochen ungefähr. Manchmal mache ich 2 Folgen, das gucke ich mal. Das will ich mal so ein bisschen testen, ich will mal 2 Folgen pro Woche raus tun. Also Sims, Minecraft, ne? Oder Sims 2, 3 oder 3, 4 oder 2, 4 und so. Ja, so ungefähr. Alles klar. Dann habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.